Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit den Travel Explorers. Heute befinden wir uns in Budapest, die Hauptstadt von Ungarn. In den nächsten Minuten versuchen wir euch die schönsten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt näher zu bringen. Somit zurücklehnen und das Video genießen. Viel Spaß! Budapest liegt direkt an der Donau und rund um den Fluss erstrecken sich die bekanntesten Sehenswürdigkeiten und prachtvolle Bauten. Die Stadt ist jedoch nicht nur für ihre Bauten, sondern auch für ihre Küche berühmt. Um in die ungarische Kulinarik einzutauchen, besucht ihr am besten die große Markthalle bei der Freiheitsbrücke. Es handelt sich hier um die älteste und größte Markthalle der Stadt und stellt eines der beliebtesten Touristenziele dar. Die Einheimischen schätzen diesen Ort jedoch auch sehr und nutzen die Markthalle vor allem zum Kauf von Obst, Gemüse und Fleisch. Im oberen Stock findet ihr zahlreiche Souvenirs. Bedenkt jedoch, dass diese Artikel in der Markthalle wesentlich teurer sind als in den zahlreichen Shops im Stadtgebiet. Ein weiteres Highlight ist der Food Corner im oberen Stock. Der ideale Ort für einen kurzen Zwischenstopp. Wenn ihr jedoch Andenken aus Budapest besorgen wollt, dann wäre ein normaler Supermarkt weitaus besser, da ihr dort dieselben Artikel um ein Vielfaches billiger kaufen könnt. Wenn ihr von der Markthalle rauskommt und nach links geht, dann kommt ihr zu einer der vielen berühmten Brücken in Budapest, der Freiheitsbrücke. Ein kurzer Gang zur Brücke bietet euch eine traumhafte Aussicht auf die Donau und die Stadt. Gegenüber der Markthalle beginnt die Váci utca, die berühmteste Einkaufsstraße in Budapest. Nach wenigen Metern werdet ihr eine Warteschlange von Menschen vor einem kleinen Laden erblicken. Dort gibt es nämlich eine der berühmtesten Süßspeisen Ungarns, Kürtes Kalács, besser bekannt als Baumkuchen. Den bekommt ihr hier in verschiedensten Geschmacksrichtungen und zu einem erschwinglichen Preis von derzeit ca. 1,80 Euro pro Stück. Wenn ihr die Váci utca weiter entlang geht, dann kommt ihr auch bei zahlreichen Modeketten vorbei, die zum Shoppen einladen.
Ein Besuch im Hard Rock Café darf da natürlich nicht fehlen. Wenn es dunkel wird, dann zeigt sich Budapest von einer seiner schönsten Seiten. Ein Spaziergang, um Budapest bei Nacht zu bestaunen, ist ein absolutes Muss. Sämtliche Sehenswürdigkeiten werden wunderschön beleuchtet und stellen tolle Motive dar, wie zum Beispiel die St. István Basilika, die Kettenbrücke mit der dahinter befindlichen Burg, und das ungarische Parlament. Sämtliche Sehenswürdigkeiten befinden sich an der Donau oder in unmittelbarer Nähe und können zu Fuß bestaunt werden. Natürlich könnt ihr aber auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Im Anschluss gingen wir in das Retek Mini Restaurant, eine kleine Gaststätte mit typisch ungarischen Spezialitäten. Das Gericht Paprikás Csirke oder Paprikahuhn können wir bestens empfehlen. Den ersten Abend ließen wir dann in einem der zahlreichen Pubs in Budapest ausklingen, genau genommen im Longford Irish Pub. Den zweiten Tag starteten wir mit einem ausgiebigen Frühstück in unserer Unterkunft, dem Three Corners Downtown Hotel. Eines der besten Hotels, in dem wir je waren. Danach entschlossen wir uns für eine Hop-on-Hop-off-Tour. Diese startet direkt hinter der St. István Basilika, die wir übrigens nicht besichtigt haben, da wir es aus Prinzip verweigern, für eine Kirche Eintritt zu bezahlen. Tipp von uns: Im Bus am besten die erste Reihe im oberen Stock wählen. Definitiv die besten Sitzplätze. Mit dem Hop-on-Hop-off-Bus fährt ihr alle berühmten Sehenswürdigkeiten ab und könnt einen guten Gesamtüberblick erhaschen. Hier seht ihr die Synagoge von Budapest. Sie ist die größte Synagoge Europas und die zweitgrößte weltweit. Entlang der berühmten Andrassy út seht ihr weitere Prachtbauten wie das Opernhaus, oder den Heldenplatz.
Nach ungefähr 1,5 Stunden endet die Fahrt wieder an der Rückseite der St. István Basilika. In dem Hop-on-Hop-off-Ticket ist auch eine Bootsfahrt entlang der Donau inkludiert. Eines unserer persönlichen Highlights, das wir jedem Besucher empfehlen. Unbedingt an die flüssige Verpflegung denken. Bei dieser Bootsfahrt habt ihr beste Sicht auf die berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Lehnt euch zurück und genießt den Ausblick. Dabei passiert ihr auch die berühmtesten Brücken der Stadt. Die Kettenbrücke, die Margaretenbrücke, die Elisabethbrücke, und die Freiheitsbrücke. Die Schifffahrt endet nach ca. 1 Stunde wieder vor dem Hotel Marriott. Über die Kettenbrücke geht es zu Fuß zum Burgberg. Dort gibt es eine Standseilbahn, die euch innerhalb weniger Sekunden auf den Berg hinaufbringt. Die Tickets kosten jedoch ca. 11 Euro pro Person, inklusive Rückfahrt. Der Burgberg ist das mittelalterliche Herz von Budapest und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Dieser Ort beherbergt unter anderem den Burgpalast, die Matthiaskirche und die Fischerbastei. Der Burgpalast ist das größte Gebäude Ungarns und nimmt den gesamten Südhügel des Burgviertels ein. Außerdem ist der Palast das höchstgelegene Gebäude in Budapest und somit bereits von weitem sichtbar. Vom Burgpalast aus könnt ihr eine phänomenale Aussicht auf die Stadt genießen. Früher war der Palast Sitz der ungarischen Könige. Heute beherbergt er mehrere Museen und dient für Repräsentationszwecke der ungarischen Regierung. Aktuell ist der Bereich um den Burgpalast jedoch eine Großbaustelle. Ein paar Gehminuten vom Burgpalast entfernt kommt ihr zur Matthiaskirche, auch Krönungskirche genannt. Hier fand im Jahre 1867 die Krönung von Franz Josef und Sissi statt. Direkt vor der Kirche findet ihr eine weitere berühmte Sehenswürdigkeit, die Fischerbastei. Der Name ist eine Huldigung an die Fischergilde, die im Mittelalter an diesem Ort eine Schutzbastei hatten.
Im Jahr 1902 wurde dann das heute bekannte monumentale Bauwerk eröffnet und stellt bis heute einen der beliebtesten Plätze der Stadt dar. Mittlerweile muss man ein Ticket in Höhe von ca. 1,70 Euro lösen, um die Fischerbastei begehen zu können. Dies betrifft jedoch nur einen kleinen Abschnitt. Der Großteil der Fischerbastei ist weiterhin gratis besuchbar. Am Rückweg zur Burg kommt ihr an einigen urigen Gasthäusern vorbei. Mit der Stanzalbahn geht es dann wieder hinunter. Natürlich könnt ihr auch alles zu Fuß gehen. Wir befinden uns wieder im Hard Rock Café, diesmal zum Abendessen. Da Budapest in den letzten Jahren massiv teuer wurde, macht es mittlerweile keinen Unterschied mehr, ob man in einem ungarischen Restaurant oder im Hard Rock Café essen geht. Am nächsten Tag wählten wir aus Zeitgründen das Bolt-Taxi als Fortbewegungsmittel. Damit seid ihr billiger unterwegs als mit den normalen Taxis und ihr könnt alles über die Bolt-App abwickeln. Wir fuhren zum Gellertberg, um die Zitadelle zu besuchen. Leider ist auch die Zitadelle zurzeit eine Großbaustelle und komplett für Besucher gesperrt. Also musste unsere Drohne für die entsprechende Sicht sorgen. Bei der Zitadelle handelt es sich um einen Festungsbau, der heute jedoch keinen militärischen Nutzen mehr hat. An der Südspitze steht die ungarische Freiheitsstatue, die zu Ehren der ungarischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Heute dienen die Zitadelle und die zahlreichen Wege entlang des Gellertbergs als beliebtes Naherholungsgebiet mit tollen Aussichtspunkten. Danach ging es mit dem Taxi zur letzten Station unserer Reise, der großen Synagoge. Diese wollten wir unbedingt besichtigen, aber die Eintrittspreise sind jenseits von Gut und Böse. Ein normales Ticket für Erwachsene kostet umgerechnet etwa 27,50 Euro. Bei aller Liebe, aber das ist einfach nur pervers und eine Touristenabzocke. Sehr schade. Daher haben wir uns die große Synagoge lediglich von außen angesehen. Fazit zu unserer kurzen Reise. 2,5 Tage waren wir hier zu Budapest. Aktuell, ihr habt es eh gesehen auf ein paar Aufnahmen, ist die Stadt fast eine einzige Großbaustelle, vor allem bei der Zitadelle, leider. Unsere Tipps: Nehmt, wenn ihr das erste Mal in Budapest seid, oder Budapest, wie man in Ungarn sagt, unbedingt das Hop-on-Hop-off-Ticket. Somit könnt ihr stressfrei von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten reisen und erfährt die wichtigsten Informationen zu der jeweiligen Sehenswürdigkeit. Außerdem eine Fahrt mit dem Boot über die Donau, ein absolutes Muss, weil die schönsten Sehenswürdigkeiten
erstrecken sich entlang dieses berühmten Flusses. Währung umwechseln oder nicht, das ist jetzt die Frage. Unser Tipp: macht es nicht. Die meisten Geschäfte bieten bereits Cashless-Bezahlung an, unter anderem auch in der großen Markthalle. Selbst hier kann man bereits mit Karte zahlen. Wir persönlich haben uns eine App zugelegt, die heißt Revolut. Da kann man mit der Kreditkarte auf dieses Gratiskonto Geld überweisen und somit ohne Währungsgebühren bezahlen. So spart man sich ein paar Euro oder Dollar, je nachdem, welche Währung ihr habt. Das waren unsere Highlights aus Budapest. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte auf Daumen hoch klicken. Nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken, um keines unserer nächsten Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch ein wichtiger Tipp für alle Autofahrer, die sich auf das Navigationssystem verlassen. Die Kettenbrücke ist ein absolutes Fahrverbot, auch wenn das Navi euch darüber schickt. Macht es nicht. Wir haben es gemacht. Das könnte teuer werden.